Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Boss von mir. Diesmal kein YouTuber-Boss, sondern einfach nur ein ganz normaler Boss. Und zwar der Giant. Ihr kennt ja sicher den Giant, wenn man slash summon Giant eingibt, hat man halt so einen Giant. Aber der macht halt nichts. Also wirklich überhaupt nichts. Er bewegt sich nicht mal, er greift einen nicht mal an. Deswegen ist ziemlich nutzloses Wesen. Ja, stirb endlich mal. Ja, danke. So. Und da dachte ich mir, ich mache einen Bossgegner draus. Weil, warum nicht? Ist doch eine nette kleine Idee. So, und zwar geht ihr als erstes auf den Link in die Beschreibung und kopiert den langen Command. Dann geht ihr wieder hier in Minecraft, gibt ein slash gif at p command block. Dann platziert ihr den Kommandoblock halt irgendwo in der Welt. Und kopiert den Command dann mit STRG und V einfach da rein. Zack. So, dann müsst ihr hier irgendein Rätselsignal reinsenden. Hier zum Beispiel eine Fackel. Und dann baut sich die Maschine von alleine auf. Zack. Und ist fertig. Und sobald im Chat steht, dass es erfolgreich installiert wurde, ist der Boss auch schon fähig, benutzt zu werden. Hier steht nochmal Giant Boss bei Apple Stream. Hier kann man rechtsklicken, um das zu removen. Ja. Und das war's. Dann habt ihr es erfolgreich installiert und ihr könnt den Boss machen. Ich erkläre euch jetzt nochmal seine ganzen Attacken und alles, damit ihr versteht, worum es hier geht. So, als erstes muss man halt einen Emerald-Block nehmen, hier, und dann muss man da ein halbes Deck verrottetes Fleisch und einen Trag des Schadens 2 dahin werfen. Huch, wo ist das verrottete Fleisch hin? Ach, ich hab's wieder aufgesammelt. Ja, ich bin der Schlauste. Es muss ein trinkbarer Trank sein, des Schadens. Das ist einfach daran angelehnt, weil das ist halt sozusagen, das hier soll der Körper von dem Giant sein und damit tut man dem Leben einrufen, weil man Zombies mit Schadenstränken heilt. Und ja, dann tut man hier halt sozusagen halt die Giant beschwören. Der baut sich hier ganz toll auf und so und spawnt dann. Ja, mit so einem tollen Partikeleffekt. Ja. Zack. Da kommt ein Geräusch und im Chat ist dieses Terraria-like, der Giant ist auferwacht, Text-Ding. Dann kann man den halt ganz normal schlagen, der hat glaube ich 300 Leben, also genau wie der Wither. Der hat als erstes diese Stampfattacke, das heißt er springt hoch, landet auf dem Boden und dann verstreut der halt seinen Dreck da. Ich möchte es euch nochmal zeigen, so, zack. Wenn man ganz nah dran steht, kriegt man Langsamkeit und Blindheit für eine kurze Zeit. Und dann halt seine zweiten Attacken sind einfach, dass er ein paar Helfer spawnt. Und seine Helfer sind vier unterschiedliche Zombies. Einmal ist es der Zombie mit dem guten Schwert. Der hält mehr aus als ein normaler Zombie, ist aber ansonsten relativ schwach. So, dann der Ninja-Zombie. Der Ninja-Zombie ist auch relativ schwach, aber ist sehr schnell und ist damit ein nerviger Gegner. So, und dann ist hier der Eisenrüstungs-Zombie. Der hat, keine Ahnung, der ist fast unbesiegbar, der hat so viele Rüstungspunkte und ein Notback 1 Schwert. Den schubst man normalerweise immer ins Wasser, wenn man intelligent ist. Hier der Kaktus-Zombie, der macht einem Schaden, wenn man ihn schlägt. Und das waren auch schon die vier Zombies. Das sind halt so ein paar Helfer von dem, weil mir keine anderen Attacken eingefallen sind. Ist halt einfach nur ein riesiges Zombie-Teil. Ich hätte ja gemacht, dass er Items in der Hand hält und so, aber wenn er die droppt, sind es halt so winzige Items wie normale Items. Und das finde ich blöd. Und da habe ich mir halt was einfallen lassen. So, und dann kann man hier halt einfach mal einen spannenden Kampf machen. Und, ja, ich gebe mir mal eben ein OP-Schwert, damit ich den schnell besiegen kann. Diamond Sword mit einem guten Enchant. Kann jetzt ein bisschen dauern. Oh, ach, ja, und natürlich habe ich noch vergessen, meinen Namen dahin zu schreiben. Ich bin der Beste. So. Und dann hier habe ich hier mein OP-Schwert erstmal gemacht. Dann töte ich erstmal ein paar Zombies. So, und dann der Giant hier. Der hat nämlich ganz besonderen Loot, weil wenn man ihn tötet, dann droppt er, dann hat er, warte, so einen tollen Blutpartikel-Effekt. Macht ein lautes Geräusch. Schon steht auch im Chat, der Giant wurde besiegt und oh, 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 das nicht einsammeln, das nicht einsammeln. Ich mach mal eben kurz Peaceful. So, das möchte ich euch nämlich schnell zeigen. Ich mach mal eben auch meine XP weg, zack. Nämlich, er droppt, was ich zum ersten Mal versucht habe zu machen, sehr viele XP-Level. Wie ihr seht, ich habe 23 Level bekommen. Er droppt einfach Level. Dann droppt er hier noch alle Items auf dem Haufen. Und zwar ein bisschen Gold, ein bisschen Eisen.
Und ein Zombie-Spawner. Und zwar ist es ein Spawn-Ei, aber wenn man das Spawn-Ei hinsetzt, hat man Zombie-Spawner. Ja, also ich finde das nützlich, weil man kann da schöne Mobfalle bauen, weil man einfach einen Spawner bauen kann, sobald man den Boss besiegt hat. Und ja, und ich würde mal sagen, das sind ziemlich coole Drops. Vor allem das mit dem XP, das habe ich ja jetzt zum ersten Mal verwendet. Und hier ein Zombie-Spawner. Zwar keine OP-Items wie Chaosflow zum Beispiel, sein Generation, aber man muss ja auch mal so einen netten Boss für zwischendurch machen, den man auf seiner Survival-Welt spielen kann. Und das war's auch schon, Leute. Und ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.